Bruh. Oh, Alter, was ist das denn schon wieder, Mann? Junge, diese Mausempfindlichkeit, stell die hoch, Alter. Es reicht langsam. Inzwischen. So, Alter, ich muss jetzt erstmal Boris anrufen. Hallo, hier ist Boris. Hallo, Boris, was geht ab? Hallo. Ja? Internetcafé läuft soweit ganz gut. Schön. Einnahmen stimmen. Sehr gut. Hier gibt's keine Probleme. Freut mich. Ich habe nur das Gefühl, dass die Mentalität vom Internetcafé mit dem Basie Leute ständig zu drangsalieren vielleicht nicht ganz so gut ist und du deswegen vielleicht pleite gehst. Willst du respektlos sein oder was? Nein, natürlich nicht. Das waren einfach Probleme. Ja. Probleme. Okay. Und wie hast du das eigentlich immer geschafft, so cool zu bleiben? Ich bin ins Le Girls gegangen. Kennst du den Schuppen? Ins Le Girls? Ja, nach Feierabend. Okay. Nach ruhiger Minute. Bei der ruhigen Minute, nach Feierabend. Ja, ganz genau. Du solltest dir das ansehen. Ja, da schaue ich mal vorbei. Danke für den Tipp. Kein Problem. Die Straße runter nach rechts? Ja, genau. Alles klar. Ja, danke. Okay, bis dann. Mach's gut. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Internetcafé Simulator. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir machen den Laden direkt mal auf, checken, was abgeht. Wie immer, erstmal ein PC. Oh Leute, Alter, wir haben noch 900 Dollar offen. Gut, die müssen wir heute schnell reinfahren, ne? Was ist das denn hier? Kostümkoffer? Ich habe so das Gefühl, dass das wieder Gambling ist. Wir machen mal so einen Koffer für 99 Dollar auf. Ah ja. Leute, CSGO? Hey, der Typ! Okay, sofort. Nein, 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 Mann, der Typ, der klaut wieder. Junge! Weg vom PC! Ja, da macht er hier einen auf. Jo, ich trag hier entspannt den Karton aus. Sag mal, machst du das öfter oder was? Das Headset in Black. Einfach geklaut. Leute, wo hat er das denn her? Seit wann hab ich denn ein Headset, bitte? Ja, Leute, hat der Dieb mir eigentlich gerade ein Headset gebracht? Ich schwör's euch, ich hab kein Headset gekauft. Na gut, Kohle stimmt. Passt erstmal. Also, was war denn das hier eigentlich gerade für eine, für ein Gegamble von Skins? Alter, ich hab einen Brawl Stick gewonnen. Da ist noch ein Dieb. Junge, ich hab ihn direkt gesehen. Junge, raus aus meinem Laden! Leute, so langsam, glaube ich, muss ich hier mal ein paar schwere Geschütze auffahren. Also ein Sicherheitsdienst, glaube ich, würde ganz gut tun. Ja, wir dürfen den Basie halt erstmal nicht mehr so krass verwenden. Ehrlich, ne? Wir gucken mal rechnungstechnisch, was geht da ab? Also wir haben 858. 893, okay. Arbeitskräfte, Bodyguard. Plus 154, Alter, der schallert ja richtig rein. Okay, die Rechnung haben wir bezahlt. Leute, wir sind wieder auf Null. Perfekt. Jetzt können wir in unser Unternehmen investieren. Wie viel haben wir denn noch? Ich sehe die Moneten gerade gar nicht. Ah, Scratch and Win. Also, Leute. Ah, wir gehen auf Risiko. So, nein, ich habe was gesehen. 5K, 1K. 5K? Leute, Leute. Oh, ich habe es nicht gesehen. 500, bitte. Oh Mann, ey. Oh, ist das nervig. Wir müssen ja irgendwie Kohle reinkriegen. 500. Oh, Baby. 500. Oh, kein Fuffi, bitte. Oh, kein 20er. Oh, Mann. Oh, ein Honey. 1K. Leute. Wir gucken mal, was der... Alter, der Koffer, Mann. Gab Cash. Leute. 200 für ein Messer. Also in CS ist das krass. Warum kriegen wir eigentlich immer hier ständig irgendwelche Virenattacken? Ah, hallo? Ja, moin. Okay, Alter, du kommst ja auch richtig reich vor, oder? Ich würde mal sagen, du latzt jetzt... Der heult, Leute. Der geht heulend aus meinem Geschäft raus. Was willst du? Ja, komm. Raus mit dir! Ja, was... Wo war der da denn gerade? Was wollte der denn gerade machen? Betrunkene kommen herein und Ziel war es, uns zu verletzen. Der Besitzer des Cafés hat sie neutralisiert. Da ist ein Dieb. Er ist drin. Moin, na? Na du? Na? Weg mit dir! Ja, da lurkt er nach hinten. Da hat er die Basie schon gesehen.
Tja, Bro, das war's mit dir. Jo, wie sitzt er denn da? Leuchtet den unsichtbaren Kindersitz? Guck mal, wie sauer der ist. Der ist so sauer, dass er fliegt. Gut, Leute. Rainbow Plus Plus 7, Alter. Oh, moin. Von der Preis-Leistung her, Mir wurde halt auch zugetragen, dass Laptops sich auch ganz gut verkaufen. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Ist gar nicht so... Alter, echt, Leute, der ist gar nicht so teuer. 1499. Okay. Ich weiß nicht, würde eigentlich gerne für den Kong of Kong sparen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Bis Ende des Tages sollten wir den Bums eigentlich noch fertig kriegen. Aber ich guck mal, Mitteilung, kann ich Schokolade haben? Ja gut, das lohnt sich hier alles noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, mehr Plätze. Ey, kommt der hier schon wieder rein? Verzieh dich! Ja, so ist gut. Du musst hier schon mal aus dem Arbeitsplatz rausbrüllen. Wir werden noch mal mit dem Kostümkoffer hier noch mal richtig reingönnen. $400, Leute. Das muss jetzt bringen. Ein Taui! Eine AWP Dragonlore! Yo! Also, easy money. Ich würde sagen, das hat richtig reingeknallt. Da ist die Arcade-Maschine direkt. Kong of Kong. Underway. Easy. 20 Minuten später. Geil, Leute. So, wir stellen das Ding nochmal straight daneben. Leute, perfekt. Perfekt. Guckt euch das an. Das sieht ja schon richtig nice aus. Schön. Das ist doch schön. Da werden wir jetzt noch ein paar entspannte Poster dazu packen. Ich weiß nicht, das ist IC Design, Wand, Decke. Also man kann hier tatsächlich auch noch... Alter, Leute, ey. Och Mann, der Dieb schon wieder. Junge, seh doch mal zu, dass du wegkommst und geh hier nicht immer rein. Ey, ich wurde schon wieder gehackt. Ich kauf mir kein Poster. Ich kaufe mir jetzt erstmal Antivirenschutz, dass der Bums hier nicht... Das sind 20, 30 Sekunden, wo ich nichts machen kann. Das ist doch nervig. Wir kaufen das Poster. Und wir haben das hier. Das hängen wir nochmal ein bisschen um. Und das kaufen wir. Ich finde den Retro-Stil ganz cool. Hier gehen wir nochmal rein und nehmen uns den dreitägigen Hackerschutz mit. Perfekt. Passt doch. So. Wir haben jetzt noch straight 430 Moneten. Der Laden ist zu. Alle verziehen sich. Perfekt. So, Kollege. Für dich war es das jetzt auch. Bitte raus. Vielen Dank. Da haben wir das erste Poster. Und jetzt werden wir den Laden hier nochmal schnell auf Vordermann bringen. Ja, Leute. Da wollen wir uns nicht drauf versteifen. Easy. Das ist doch gut. Love Game. Perfekt. Machen wir hier nochmal eins rein. Schön für die Leute, die jetzt gerade am Start sind und hierher kommen. Da machen wir das Poster nochmal safe. Ja, Leute. Sieht doch richtig nice aus mittlerweile. So, Boris meinte zu uns, wir sollen ins Le Girls, Girls, Girls gehen. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass wir uns da ein bisschen entspannen können. Hier die Straße, rechts. Nochmal da. Ist das das Le Girls, Girls, Girls? Na gut. Alter, Alter! Was ist hier denn los? Sir, was machen Sie hier, wenn ich fragen darf? Was machen Sie hier? Okay, Leute, ich habe 100 Euro bezahlt für eine Sondershow. Dann gehen wir mal zur Sondershow. Ja, moin. Alter, Digga, was geht denn hier ab? Boris? Ist das dein Ernst? Leute, hier geht er nach Feierabend hin, um sich zu entspannen. Jetzt weiß ich, warum der Typ pleite ist, Alter. Boah, ey. Ja, moin. Schöne Bewegung. Da muss ich aber ganz dringend los. Okay, Leute. Ich fatz ab, Alter. Das ist doch nicht... Boah. Alter, ganz ehrlich. Wer macht einen Internet-Café-Simulator? Und das legt Girls, Girls, Girls da rein. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Zusammenhang? Jetzt erstmal wieder pennen. Ab geht's. Boah, Alter. So, was sagen die Rechnungen? Es kommt noch locker wieder. Leute, keine Rechnung. 33,9 Grad. Alter. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute ein bisschen schieben, weil das hier leicht warm drin ist. Ich meine, ey, in jeder Zockerhöhle ist es auch so warm, oder was? Okay.
Klimaanlage packen wir. Wir müssen noch mal eine Klimaanlage reinbauen, Leute. Das nützt nichts. Und ein Spiel muss ich vielleicht auch noch mal dazu kaufen, damit die Leute nicht so schieben, ne? So, der Müll hier ist auch noch alt. Leute, ich habe den Müll gar nicht gesehen. Hier ist jeden Tag Müll. Jeden Tag. Da ist eine Pizza unterm Kong auf... Junge! Was ist das denn? Ich glaube, ich muss ein paar gefälschte Bewertungen kaufen, Alter. Mir sind die Arcade-Stores ein bisschen zu leer. Wir kaufen mal welche rein. Aber die waren voll teuer, ne? Ne, 109? Sehr angenehmer Ort. Dreimal. 4 Sterne. Kein Ding. Wir packen die Klimaanlage, denke ich mal, genau hier rüber an das Fenster ran. Da haben wir eine richtig saubere Klimaanlage jetzt. Der Raum ist schön abgekühlt. Perfekt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zusehen, dass wir vielleicht nochmal die Arcade-Maschine, da müsste ich mir vielleicht nochmal einen rausgucken. Die bringen halt echt viel Money, Alter. Also da würde ich schon noch gerne welche reinpacken. Man könnte den Raum natürlich auch nochmal komplett umstellen. Also ich denke mal, 6 passen da bestimmt rein. So. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wir machen jetzt mal ein paar Cases auf. Komm, mach richtig dick heute. Mach richtig reinlassen hier. Was war das denn bitte? Zerenbit Fate? Leute, habt ihr das gesehen? 2200. Machen wir noch mal eins auf. Noch ein Zerenbit Fate. Was? Ah ja, sieht am geilsten aus, bringt 250. Leute, wir lassen's. 5000. Digga, wir sind ja richtig am Start. Ja, moin. Gönnt euch das mal. Wir können richtig reinhauen. Digga, da wird jetzt erstmal schön... Boah, Digga, da wird jetzt Raum gekauft. Kaufen wir uns mal die Arbeitskräfte, Leute. Geil. Das ist ja richtig lit. Bruder. Moin. Wir haben jetzt einen Sicherheitsmann und einen Küchenchef. Was geht ab, Bro? Alles klar, Mann? Guckt euch den hier an. Ist das ein russischer Bodyguard? Alter, Leute. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich will's sehen. Was macht denn der? Oh ja, ist ein bisschen warm, sagst du, ne? Ja. Da, der geht hier nicht mehr rein. Du, der hat den Russen gesehen und da war es gleich vorbei mit ihm. Das ist natürlich jetzt endlos viel Space. Hier können wir richtig viel draus machen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall noch, wie ich versprochen habe, in dieser Folge den letzten Arcade-Automaten reinstellen. Junge, 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 das böllert. Der schöne Rainbow kommt hier noch rein. Ja, Leute, ich glaube, die Basie brauche ich nicht mehr, ne? Ja, bezahlen alle, hier kommt kein Gesindel mehr rein. Der Bodyguard, der carried this. Schön. Und wer ist er hier? Ich chill jetzt nur noch am PC. Ich chill nur noch am PC und mach irgendwas. Hier hätte ich gern die Air Condition. Ja, perfekt. Die Air Condition bestellen wir gleich mit und bauen die ganzen Bums hier nochmal auf. Wir haben ja jetzt auch den neuen Arcade-Automaten. Den kloppen wir jetzt auch nochmal schnell vorne rein. Also von der Sache her hätte ich natürlich gerne in der Mitte. Ja, der Typ geht auch gerade weg. Dann machen wir das auch so. Leute, das sieht doch fett aus, oder was, ne? Du hast jetzt hier 3 Arcade-Maschinen, Alter. Richtig sick. Und da stellen wir die Air Condition rein, weil das ist aktuell wirklich absolut die Creme de la Creme, Mann, was ich hier verdiene. Ja, super, ey. Läuft doch. Ein paar Air Conditions, Alter, und dann, ne, ist der Place hier auch wieder top. Ich sehe aber immer noch 33,9 Grad, Mann. Kann das nicht mal besser werden? Also, Geschäft boomt. Das war's mit dem Tag. Wir sind mit 400 im Plus, keine Rechnung dazu gekriegt. Wir haben heute richtig was gerissen. Ja, Leute, das war's mit der 3. Folge vom Internetcafé Simulator. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ja, lasst ruhig mal ein Like da und haut ein Abo rein. In dem Sinne, Denno out.